Seid ihr herzlich willkommen. Eine aktuelle Liebesorakel. Bei dieser Legung stellen wir die drei wichtigsten Fragen. Was denkt er, wie fühlt er sich und was wird er tun? Die erste Frage ist, was denkt er, was ist sein Plan? Das erscheint in der Mitte hier oben und unten. In seiner Hand sind die Münzen. Das kann die finanzielle Situation sein oder Beruf, Berufung. Immerhin ist ein Zusammenhang da. Außerdem kann die inneren Werte Wertschätzung auch bedeuten. Er ist noch unsicher. Er steht vor Entscheidungen. Er weiß aber noch nicht, in welche Richtung soll das weitergehen. Oder hat zwei verschiedene Angebote und da muss er Entscheidungen treffen. Er wird handeln. Das gelingt ihm auch, weil er nimmt diesen Stab in Hand. Und das zeigt, das Feuerelement wird aktiv sein. Er wird etwas hinter sich lassen und schaut in eine neue Richtung. Und seinen Gefühlen sehen wir hier. Und hier erscheint auch diese Entscheidung. Er wird Kontakte pflegen. Kommen Veränderungen. Und hier ist noch unsicher, aber bald trifft diese wichtige Entscheidung. Diese Karte kann auch bedeuten, dass er eine Reise plant. Was seine Finanzen betrifft oder sein Beruf betrifft, er hat schon Ungerechtigkeiten erlebt. Er wurde nämlich ausgenutzt. Und er hat zu wenig Wertschätzung erhalten oder jemand hat finanziell ausgenutzt. Hier sehen wir noch seine Traurigkeit und er vergleicht sich mit anderen. Oh, anderen haben mehr Talente und Fähigkeiten, bekommen mehr Wertschätzung und ich nicht. Wobei, er ist viel größer als die anderen und vor ihm liegt aber auch ein goldener Taler und das muss er entdecken. Und das bedeutet, er kann die Finanzen in Ordnung bringen, er kann Erfolg haben beruflich und er ist es auch wert. Und was wird er tun? Er kommt entgegen, er erzählt, dass er eine große Herausforderung hat. Jeder will etwas von ihm, er muss so viele Dinge bewältigen, wird ausgenutzt, bekommt zu wenig Anerkennung. Und wenn du eine Dame bist, dann bist du hier die Königin und du gibst ihm einen guten Rat. Und dieses Gespräch hilft ihm dadurch, wird er auch Erfolg haben. Und jetzt schauen wir an, was zeigen noch die Bilder. Es steht alles im guten Sternen und er wird Glück haben, wird auch handeln im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, so wie das im Sternen geschrieben ist. Mond zeigt Mutterthemen oder Mütterlichkeit, Fürsorglichkeit, aber beschreibt auch seine Wünsche und Träume und er will seine Träume leben. Und hier öffnet sich eine Tür für ihn, steht dann in Öffentlichkeit, wird schon Erfolg haben. Und diese Traurigkeit und Ungerechtigkeit, denn das geht bei ihm zu Ende.
Hier liegt auch eine glückliche Wende. Und er will seinen Platz einnehmen im Leben, wo er das Gefühl hat, ja, hier bin ich aber angekommen, hier fühle ich mich verankert. Anker bedeutet auch Beruf, Berufung, und da hat er Neuorientierung und bekommt auch ein gutes Angebot. Hier, die Lilien zeigen Reinheit. Auch wenn eine schwierige Phase er befindet, aber ich denke, das ist jetzt vorbei, hier klärt sich einiges auf oder du klärst ihn auf. Und hier sind die Verbindungen, Kontakten, Verträgen. Er kehrt auch wieder zurück. Und das Haus kann dein Zuhause sein und er möchte dich besuchen. Was die Zukunft betrifft, ihr könnt gemeinsam etwas aufbauen. Sein Gegenwart erlernt etwas, kann auch Schulungen sein, oder zeigt noch aktuell seine Verschlossenheit. Aber dieser Blumenstrauß bedeutet doch ein Geschenk, eine angenehme Überraschung. Etwas Schönes erwartet dich. Und das war dieser aktuelle Liebesorakel. Eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel zu buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.